Bald frostig. Schön, dich zu sehen, Skylander. Wie mir scheint, bist du hier, um es richtig krachen zu lassen. Gut so. Lass uns loslegen. Ah, da sind wir wieder. Okay, steigen wir einfach gleich ein, ja? Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächster Wert. Skylander legt gleich gut los. Ah, der Jumpy. Ein echter Klassiker unter den Gegnern in den Skylines. So viel steht fest. Flossenpuh. Oh Mann, die Schafe haben sich erhoben und wollen sich holen, was ihnen gehört. Sensei Kraft. Hochmut kommt eben vor den Fall. Moment, wo war denn der Hochmut eigentlich? Warum tun die Bösewichte sich das noch an und gehen nicht einfach nach Hause? Ja, sie sind bestimmt alle gemeinsam angereist. Die Rückreise für alle zu organisieren dauert eben eine Weile. Ich glaube nicht, dass sie das organisatorisch drauf haben. Den Riesenkerl hier raus. Genau das denken die Skylander wahrscheinlich auch gerade. Oh ja, das ist jetzt genau das Richtige. Essen ist die beste Medizin. Und Lachen, aber vor allem Essen. Das Kapitel wäre beendet. Sky G-Kopf bereit. Da hat aber jemand so richtig sein Fett weggekriegt. Oh ja, dem Gegner kannst du auf Wiedersehen sagen, obwohl ich kaum glaube, dass er dich hören wird. Es muss unheimlich wehtun, von so einem Riesenkerl getroffen zu werden. Da hat es richtig geschäppert. Käfer sind echte Plagegeister und sie können Plagen übertragen. Wenn ich in der Haut des Skylanders stecken würde, würde ich mich eindeutig sehr gerne nicht mehr so treffen lassen. Das ist ja zum Aus der Haut fahren. Und tschüss. Pech gehabt. Oh, jetzt legen die Bösewichte aber richtig los, Chillbill. Ja, sie sind echt am Drücker. Und sie drücken ab. Immer wieder. Das drückt auf die Stimmung. Flossenpuh. Und der Gegner ist erledigt. Der gute Alte. Wie war noch gleich sein Name? Sensei Kraft. Das ist genau der Grund, warum ich froh bin, dass ich nicht mehr gegen die Skylander kämpfen muss. Dieses Skylander legt sich heute so richtig. Oh. Bald frostig. Dich ins Zeug. Oh, das stimmt, Chill Bill. Und auch wenn Sie das ja irgendwie schon immer gemacht haben, legen Sie heute noch eine Schippe drauf. Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächster Wert. Ist es zu fassen, dass wir selbst mal gegen die Skylander gekämpft haben, Grumpy Guy? Ja, aber
Das haben wir uns damals nur dabei gedacht. Ich meine, schau doch nur, wie irre stark die Typen sind. Cool. Die Skylander beginnen so langsam diesen Kampf zu dominieren. Schwer vorstellbar, dass die Bösewichte das noch drehen, aber noch kann alles passieren. Bei diesem Arena-Kampf gibt es eben keine Regeln. Oh, wow, Chill Bill, das ist ein richtig übler Tag für üble Typen. Hey, ich weiß, wie das ist, eine junge, wilde Pflanze zu sein, ehrlich. Aber das Verhalten dieser Mutantenpflanzen kann ich nicht gutheißen. Das gehört sich nicht. Die Skylander sind als hohe Favoriten in den Kampf gegangen. Und so wie es scheint, werden die Buchmacher recht behalten. Oh, einfach unglaublich. Also, das zeigt mal wieder, wie leicht es ist, als Buchmacher zu arbeiten, Chill Bill. Die Leute, die sowieso alles gewinnen, als Sieger vorherzusagen, das ist nun wirklich nicht schwer. Chill Bill? Nicht wirklich. Sicher, war eine tolle Zeit, aber ich glaube, das Kommentieren ist meine wahre Bestimmung. Das und meine ganzen Wohltätigkeitsprojekte. Okay, Chill Bill, ich setze 50 Quadnuss auf den Neuling. Wieder zu Kräften. Toll, wie der Skylander das alles weggeschnappt hat. Oder sollte ich sagen, weg ist weg? Der war gut, oder? Also, Broccoli Guy, würde ich dieses Skylander mit einem eindeutigen Daumen hoch. Moment, habe ich überhaupt Daumen? Wer weiß, vielleicht. Sky G-Cup bereit. Niemals sein. Da setzt jemand dem Skylander ordentlich zu. Ich bin mal gespannt, ob die Rache gleich auf den Fuß folgt. Oh oh, das könnte richtig Ärger für die Skylander bedeuten. Ja! Okay, ein Stück weg. Nachdem hat man der Skylander jetzt wieder den richtigen Biss. Hier ist Chill Bill, der Kampfkommentator, der nichts mehr zu sagen hat und sich deswegen wiederholt. Wiederholt. Ich fange schon jetzt damit an. Essen ist die beste Medizin. Und Lachen. Aber vor allem Essen. Oh, das gibt blaue Flecken. Broccoli Guy ist sprachlos. Oh, das ist toll. Oh. Ein nasses Grab wartet. Wow, wir haben hier einen klassischen Fall von einem besiegten Gegner. Wow.
rufe die Geister der Untoten um meine Fähigkeit. Moment, sie sind ja schon aufgetaucht. Wie praktisch. Glaub mir, das schmeckt gar nicht. Ich meine, Staub gar nicht gut. Sky Chi-Kopf bereit. Dieser Arena-Kampf wird präsentiert von Bauer Bills Bonbon-Pfannkuchen. Mit der Süße aus ganzen Bonbons. Ich verstehe nicht, warum nicht mehr Leute Pfannkuchen mit Bonbons machen. Die Kombination drängt sich doch geradezu auf. Steh auf mit einem Knall. Und noch ein Bösewicht, der mitmischen will. Ich kam, ich sah, ich klopfte. Wir sehen uns. Wobei, wir werden ihn vermutlich gar nicht mehr sehen. Darum geht's ja hier schließlich, oder? Das war's dann wohl. So kommt man wieder zu Kräften. Toll, wie der Skylander das alles weggeschnappt hat. Oder sollte ich sagen, weg ist weg? Der war gut, oder? Okay, eins steht fest. Nach dem Happen hat der Skylander jetzt wieder den richtigen Biss. Und jetzt mit einem Kampfgewicht von 200 Kilo. Ein nasses Grab wartet. Moment, sie sind ja schon aufgetaucht. Wie praktisch. Oh, diese Bösewichte haben einfach keine Chance. Nicht mal den Hauch einer Chance. Ich habe zu dieser Sache schon alles gesagt, was mir einfällt. Es kann also durchaus sein, dass ich mich jetzt wiederhole. Mehr Gegner für den Skylander und das bedeutet mehr Probleme. So einfach ist das. Der ist erledigt! Toll! Die Maschine braucht Treibstoff, Skylander. Die Maschine bist du und der Treibstoff ist was zu essen. Oh oh, dieser Skylander könnte eine Pizza gebrauchen. Also, wir alle könnten eine Pizza gebrauchen, aber im Moment vor allem der Skylander. Oh ja, und das ist jetzt genau das Richtige. Und der Captain geht von Bord. Wir müssen den Skylandern irgendwie Mut machen, Broccoli Guy. Sky Chi-Kraft bereit. Ich hab meine eigene Liga. Als Kommentatoren müssen wir doch unparteiisch bleiben, oder? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Wahrscheinlich hätte ich vorher mal einen Blick in den Archiv werfen sollen.
Oh, der Skylander mäht die Bösewichte einfach um. Es ist bestimmt Erntezeit oder sowas. Oh ja, dem Gegner kannst du auf Wiedersehen sagen, obwohl ich kaum glaube, dass er dich hören wird. Das ist genau der Grund, warum ich froh bin, dass ich nicht mehr gegen Mitgeiler kämpfen muss. Na, da ist Broccoli Guy. Ein brandneuer und schlagkräftiger Gegner. Bleibt abzuwarten, wie schlagkräftig er wirklich ist. Manche Broccoli Guy-Zitate sind solche Klassiker, dass es fast schon ein Verbrechen wäre, sie nicht ab und an zu wiederholen. Oh ja! Aber jemand so richtig sein Fett weggekriegt. Das Kapitel wäre beendet. Oh, da sucht aber jemand wirklich einen Kampf. Ich kann es in seinen Augen sehen, Broccoli Guy. Er hat einfach diesen Blick. Zahlen kann ich was anfangen. Und glaub mir, das schmeckt gar nicht. Ich meine, Staub gar nicht gut. Und tschüss. Weg ab. Wow, wir haben hier einen klassischen Fall von einem besiegten Gegner. Tintenfischtritt. Cool. Das war ein Spaß. Für mich zumindest. Okay, Jubilee, ich setze 50 Quadlings auf den Neuling. Der reine Wahnsinn. Ja, das war's dann wohl. Denn jetzt wird es noch richtig übel. Das muss stimmen, denn ich habe es gestern Abend in einem Glückskeks gelesen. Oh, wow, Chill Bill. Das ist ein richtig übler Tag für üble Typen. Hey, sogar Broccoli Guy sagt hin und wieder mal das Gleiche. Das ist kein Grund, sich aufzuregen. Und jetzt mit einem Kampfgewicht von 200 Kilo, dieser Typ. Das tatsächliche Gewicht kann abweichen. Sky Chi Cup bereit. Der ist erledigt. Das war ein Spaß. Für mich zumindest. Oh, jetzt ist vielleicht ein guter Moment, um Broccoli Guy einzuwechseln. Oh, Moment, das war ein total anderes Spiel. Vergiss es. Gibt es für die Skylanders noch einen Funken Hoffnung, Broccoli Guy? Sie müssen einfach 110% geben, Chill Bill. Wobei 100% eigentlich ja schon das Beste ist, was man geben kann. Es wird also schwierig. Hochmut kommt eben vor den Fall. Moment, wo war denn der Hochmut eigentlich? Essen ist
die beste Medizin. Und Lachen, aber vor allem Essen. Oh, das ist toll. Ich habe meine eigene Liga. Das könnte besser laufen. Meinst du für die Skylander? Du sprichst doch hoffentlich nicht von unseren Kommentatorenkünsten, Chilbill. Ich finde die nämlich ziemlich gut. Ist das nicht... Wunderbarer Tag für einen Arena-Kampf, Broccoli Guy. Allerdings, wobei ich zugeben muss, dass ich hier noch keinen Wetterumschwung erlebt habe. Ernsthaft, das Wetter ist hier immer gleich. Oh, diese Bösewichte haben einfach keine Chance. Nicht mal den Hauch einer Chance. Zu bleiben, Sportfans. Da ist gerade ein ernstzunehmender Gegner in den Ring gestiegen. Wiedersehen. Oh, das könnte richtig Ärger für die Skylander bedeuten. Unser Captain geht von Bord. Rolliger ist sprachlos. Ich glaube, ich muss jetzt wieder ein paar Klassiker machen, wie ich als Kommentator schon mal gesagt habe. Du meine Güte. Wiedersehen. Da schluckt noch einer Staub. Und glaub mir, das schmeckt gar nicht. Ich meine, Staub gar nicht gut. Mal wer da ist, Broccoli Guy. Ein brandneuer und schlagkräftiger Gegner. Bleibt abzuwarten, wie schlagkräftig er wirklich ist. Wir sehen uns. Wobei, wir werden ihn vermutlich gar nicht mehr sehen. Darum geht's ja hier schließlich, oder? So richtig sein Fett weggekriegt. Oh, wow, Chill Bill, das ist ein richtig übler Tag für üble Typen. Oh, diese Bösewichte haben einfach keine Chance. Nicht mal den Hauch. Noch ein Bösewicht, der mitmischen will. Man kann ihm nur viel Glück wünschen. Kollege ist sprachlos. Oh ja! Wow, wow, wow! Mehr Gegner für den Skylander und das bedeutet mehr Probleme. So einfach ist das. Irgendwann gibt es einfach nichts Neues mehr dazu zu sagen, wenn jemand seinen Gegner besiegt. Der Zeitpunkt ist jetzt erreicht. Ja, ja, dem Gegner kannst du auf Wiedersehen sagen, obwohl ich kaum glaube, dass er dich hören wird. Ja, das war's dann.
Istanbul. Jetzt gilt's dran zu bleiben, Sportfans. Da ist gerade ein ernstzunehmender Gegner in den Ring gestiegen. Mehr Gegner für den Skylander und das bedeutet mehr Probleme. So einfach ist das. Okay, Jubil, ich setze 50 Quadnus auf den Neuling. Mann, wer da ist, Rockering Eye. Ein brandfeuer und schlagkräftiger Gegner. Bleibt abzuwarten, wie schlagkräftig er wirklich ist. Wieder zu kämpfen. Toll, wie der Skylander das alles weggeschnappt hat. Oder soll sie sagen, weggesnackt? Der war gut, oder? Oh, der Skylander mäht die Bösewichte einfach um. Es ist bestimmt Nervenzeug. Sky Chi-Kopf bereit. Das war bestimmt nicht schön, überhaupt nicht. Kann sein, dass ich das schon mal gesagt habe, aber mir fällt einfach nichts Neues mehr ein, was ich sagen könnte. Und tschüss. Pech gehabt. Wow, wir haben hier einen klassischen Fall von einem besiegten Gegner. Sehr gesehen. Da sucht aber jemand wirklich einen Kampf. Ich kann es in seinen Augen sehen, Broccoli Gun. Er hat einfach diesen Weg. Oh, das könnte richtig Ärger für die Skylander bedeuten. Den Riesenkerl hier raus. Genau das denken die Skylander wahrscheinlich auch gerade. Wie hast du den Namen Chibbel überhaupt bekommen? Tja, am Anfang war ich einfach nur Biss. Aber ich war schon immer total chillig und hab gern Leute eingezogen. Der Rest ist geschickt. Gegner ist erledigt, der gute alte. Wie war noch gleich sein Name? Wow, das ist wirklich ein wilder Kampf und das heißt, dass ich Dinge vielleicht manchmal zweimal oder noch öfter sage. Ich weiß es auch nicht. Da sind jemand im Skylander ordentlich zu. Ich bin mal gespannt, ob die Rache gleich auf dem Fuß folgt. Sky Chi-Kopf bereit. Sieh dir das an. Und der Gegner ist erledigt, der gute alte. Wie war noch gleich sein Name? Das ist genau der Grund, warum ich froh bin, dass ich nicht mehr gegen die Skylander kämpfen muss. Ja.
Das war ausgezeichnet. Ich habe gelacht, geweint und war richtig beeindruckt. Gut, dass du damit aufgehört hast, denn das Lachen und Weinen war irgendwie ein bisschen unheimlich. Trotzdem ein toller Sieg für die Skylander. Skylander, das war einfach großartig. Und ich meine das im positiven Sinn. Wobei, gibt es überhaupt einen negativen Sinn? Ach, egal, das war auf jeden Fall gut. Hey, und hier ist eine Belohnung für die harte Arbeit. Neue Kopfbedeckung.